In unserer heutigen ersten Vorlesung steht ein besonderes Feld der Wissensproduktion im Vordergrund, die Ethnographie. Das hat seinen einfachen Grund darin, dass wir drei Teilprojekte im Projektbereich haben, die sich mit ethnografischem Denken oder ethnografischen Vergleichspraktiken auseinandersetzen. Das ist einmal das Vergleichen im ethnografischen Denken der Antike, die römische Zeit bis zur Spätantike, dann das Vergleichen in dem Teilprojekt zu verglichenen Körpern, Ordnungen von Menschengruppen, im weitesten Sinne in der frühen Neuzeit, 16. bis 19. Jahrhundert, und die ethnografische Reiseliteratur und die vergleichenden Wissenschaften in der Moderne, also 19. und 20. Jahrhundert. Aufgrund der relativen Einheitlichkeit dieses Wissensfeldes haben wir uns entschieden, den Vortrag in der chronologischen Anordnung der Teilprojekte zu halten, also Antike, frühe Neuzeit, Moderne. Das soll aber natürlich nicht eine teleologische Anordnung widerspiegeln, sondern im Prinzip drei historische Schnitte vor Augen führen, die hoffentlich Aufschluss über historische Transformationen ethnografischer Wissensproduktion geben. Unsere heutige Vorlesungssitzung befasst sich mit den Leitfragen, die hier auf der Folie gezeigt sind. Wie wird ethnografisches Wissen durch Vergleichspraktiken erzeugt? Das ist die übergreifende Frage. Stehen diese Praktiken im Zusammenhang mit bestimmten Vergleichsmodi? Wenn ja, mit welchen? Welche Akteure und Communities of Practice sind beteiligt? Und welche Transformationen vergleichsgestützter Wissensproduktion ergeben sich daraus? Damit übergebe ich an die Darstellung der jeweiligen historischen Problemkomplexe. In der Moderne lassen sich ethnografische Vergleichspraktiken und damit verbundene Formen der Wissensproduktion paradigmatisch im Zusammenspiel von europäischer Reiseliteratur, vergleichenden Wissenschaften und akademischer Ethnologie im deutsch- und französischsprachigen Raum verfolgen. Im 19. und 20. Jahrhundert bildet sich ein umfassendes Weltwissen, das maßgeblich im Austausch von ethnografischer Literatur und unterschiedlichen wissenschaftlichen Communities of Practice wie der Ethnologie, der Völkerpsychologie, der Sprachwissenschaft und auch der vergleichenden Literaturwissenschaft entsteht. Die vergleichenden Wissenschaften stehen im 19. Jahrhundert im Kontext der Entstehung von Praxisformationen und Vergleichskonstellationen, die erstmals explizit als Ausdruck einer eigenen sogenannten Methode des Vergleichens ausgewiesen werden. Innerhalb der Naturkunde, Biologie oder Sprachwissenschaft zeichnet sich diese komparative Methode durch den Rekurs auf evolutionstheoretische Wissens- und Denkmodelle aus, die im Bereich der Ethnologie die verglichenen Völker, Sprachen oder auch Rassen oder Kulturen vielfach im Modus temporalisierender Vergleiche auf einer universellen, hierarchisch angelegten Fortschrittsskala anordnen. Die dabei zutage tretende Homogenisierung und Disziplinierung sich vervielfältigender Vergleichspraktiken zeichnet sich in diesem Zeitraum in ähnlicher Form auch in der deutschsprachigen ethnografischen Literatur ab. Auch hier wird das Vergleichen im Umgang mit der nicht-europäischen Welt auf die sogenannte Gleichartigkeitsannahme einer einheitlichen Menschheit bezogen und als Methode eines globalen In-Beziehungssetzens erprobt, das die Vielfalt der Komparata durch den Rückbezug der Tertia auf einen übergreifenden Vergleichsstandard zu bändigen sucht. Ungeachtet der institutionellen Trennung der Communities of Practice übernehmen die Vergleichspraktiken in deutschsprachigen reiseliterarischen Texten damit tendenziell eine ordnende und stabilisierende Funktion hinsichtlich der zeitgenössischen Wissensproduktion, die sich darin der komparativen Methode in den Wissenschaften annähert. Die Transformationen, die die ethnografische Wissenserzeugung in der Moderne betreffen, lassen sich exemplarisch an zwei ethnografischen Texten der europäischen Reiseliteratur herausstellen. Zunächst zeigen zwei Beispiele aus Ida Pfeiffers Frauenfahrt um die Welt von 1850, wie sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stereotype Wahrnehmungs-, Vergleichs- und Bewertungsmuster stabilisieren. Der erste Textpassus, den Sie auf der Folie sehen, ist ein charakteristisches Beispiel dafür, wie die Weltreisende Ida Pfeiffer verschiedene Bevölkerungsgruppen als Komparata in Bezug auf ihre Gesichtszüge, hier wörtlich, Zitat, Gesichtsbildung wahrnimmt und bewertet, nämlich als schön oder nicht schön. Warum sie schön sind, was genau an ihnen schön ist, bleibt dabei aber unklar, außer bei den, Zitat, singalesischen Knaben.
Es existiert also ein festgesetzter, nicht benannter Vergleichs- und Bewertungsmaßstab, den Weltreisende wie Ida Pfeiffer aus Europa mitnehmen und der permanent die Wahrnehmung von Schönheit und die Bewertung des Äußeren anderer Bevölkerungsgruppen steuert. Zu diesen Vergleichsmaßstäben gehören auch Geschlechterstereotype. Das ehemalige europäische Wahrnehmungsmuster, Körper als binär geschlechtlich markiert wahrzunehmen, führt dazu, dass die Gesichtszüge der, Zitat, singalesischen Knaben und Jünglinge sowie ihre Körperstatur und auch Frisur mit dem binär und stereotyp gedachten Äußeren von europäischen Jungen und Mädchen verglichen werden. Die Tertia, Jugendhaftigkeit und Mädchenhaftigkeit werden von europäischen Stereotypen vorgegeben. Ebenso wie die Gleichheitsannahme, dass Gesichtszüge, hier von Kindern, eine Geschlechtlichkeit enthalten. Solche routinisierten Wahrnehmungen und Vergleichspraktiken bestätigen immer wieder die eigenen europäischen Stereotype und stabilisieren das dadurch entstandene ethnografische Wissen. Diese Stereotype werden meist im Modus einfacher, nicht reflexiver Vergleiche reproduziert. So auch im nächsten Beispiel, was wir hier auf der Folie sehen, das Beispiel der Ananas. Das zeigt, wie das Stereotyp von, Zitat, Europa als dem Besseren oder der Idee des Europa als dem Besseren, Entschuldigung, nicht nur ethnografische und völkerkundliche Komparate prägt, sondern umfassend die Wahrnehmung von Weltreisen durchdringt, bis hin zur Bewertung der Schmackhaftigkeit von Ananassorten. Die jeweilige, Zitat, fremdländische Ananas wird immer dann mit der, Zitat, europäischen Ananas verglichen, wenn die europäische Sorte als besser bewertet wird und so das Stereotyp von Europa als dem Besseren auch reproduziert werden kann. Wird das nicht-europäische Komparatum, die nicht-europäische Ananas, positiv bewertet, kommt es zu keinem selbstreferenziellen Vergleich mit Europa, sondern mit einem weiteren nicht-europäischen Komparatum. Hier wie Singapur versus Kanton. Hier greift also eine fremdreferenzielle Vergleichspraktik, die vermeidet, dass Europa schlechter abschneiden könnte. Die beiden Textbeispiele zeigen, wie sich stabilisierende Vergleichspraktiken in der deutschsprachigen Reiseliteratur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts parallel zu den vergleichenden Wissenschaften des 19. Jahrhunderts etablieren. Sie sind Teil des im deutschsprachigen Raum des 19. Jahrhunderts stattfindenden Übergangs von vielfältigen Vergleichspraktiken zu Praxisformationen, mit denen die Erkenntnis der Welt systematisiert werden sollte. Dieser Übergang findet in verschiedenen Communities of Practice statt, sowohl im Bereich der Wissenschaft als auch, wie hier in dem Beispiel vorgestellt, im Bereich der Weltreiseliteratur. Wir haben hoffentlich gesehen, dass Transformationen von vergleichsgestützten Wissensformen nur dann sinnvoll beschreibbar sind, wenn sie im Prinzip auf allen Ebenen unseres Beschreibungsmodells für Vergleichspraktiken angesetzt werden. Konstitutiv ist dabei natürlich in erster Linie die Frage, welche Akteure oder Communities of Practice an der jeweiligen ethnografischen Wissensproduktion beteiligt sind. Und mit Blick auf die Transformationen von Wissens- und Vergleichsformationen, um die es uns ja ganz zentral geht, ist natürlich die Frage, ob es zu einer Ablösung diskursdominierender Communities of Practice kommt oder ob sich Veränderungen innerhalb von Communities of Practice abzeichnen und wie möglicherweise auch die Beziehungen zwischen Communities of Practice sich verändern. In der Moderne zeigt sich das besonders deutlich in unserem Beispiel der deutsch- und französischsprachigen Weltreiseliteratur in Bezug auf die vergleichenden Wissenschaften und die akademische Ethnologie, weil wir es hier mit charakteristischerweise wechselnden Konstellationen mit Blick auf die Wissensproduktion zu tun haben, einer wechselseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung von literarischen ethnografischen Darstellungen in Weltreise- und Expeditionsberichten etwa im 19. Jahrhundert und vergleichenden Wissenschaften, in denen sich auch diese explizit reflektierte Methode des Vergleichens herausgebildet hat. Wichtig ist hier eigentlich, dass im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in den unterschiedlichen Konstellationen, also den unterschiedlichen Beziehungen der verschiedenen Communities of Practice, eine völlige Neubestimmung des wissenschaftlichen Feldes insgesamt erfolgt. Weiterhin
sind natürlich zentral die Vergleichsmodi. Welche Formen vergleichsgestützter Wissensproduktion stehen im Zusammenhang mit welchem Vergleichsmodi? Und das würde ich jetzt abkürzen wollen und sagen, dass es nicht überraschend ist, dass in ethnografischen Kontexten vor allen Dingen temporalisierende Vergleiche und auch synchrone, diachrone Vergleiche eine zentrale Rolle spielen, weil das natürlich ein wichtiges Interpretationsmuster war, um etwa die europäische Welt von nicht-europäischen Völkern, Kulturen, Rassen abzugrenzen, wie es dann in den Wissenschaften im 19. Jahrhundert ja auch tatsächlich reflektiert wurde. Transformationen, so wie wir sie verstehen, ergeben sich im Prinzip hinsichtlich der historischen Vergleichsformationen und Wissensordnungen, insofern als sie innerhalb einer gegebenen Formation eintreten können oder die Abfolge unterschiedlicher Formationen betreffen können. Wichtig ist aber die Notwendigkeit einer Differenzierung dieser Transformationsprozesse mit Blick auf die Vergleichsformationen und die Communities of Practice. Die zentrale Frage aus unserer Sicht stellt sich mit Blick darauf, ob Wissensdynamiken bestehende Kontinuitäten von Praxis- oder Vergleichsformationen durchbrechen und wenn ja, ob sie dann auch mit einer Neu- oder Umorganisation von Perspektiven und Wertungen einhergehen. Anders formuliert kann man sagen, dass Transformationen eigentlich immer die Destabilisierung einer bestimmten Praxis- oder Vergleichsformation voraussetzen, aber nicht immer in die Herausbildung oder die Neustabilisierung einer anderen Praxis- und Vergleichsformation einmünden. Möglicherweise könnte sich hier ein Ansatzpunkt für eine Differenzierung zwischen einfachen Transformationsdynamiken und historischem Wandel in einer größeren Tragweite ergeben. Ja, und die letzte Frage betrifft eine für Historiker vor allen Dingen wichtige Frage, nämlich inwieweit die Transformationen von Vergleichspraktiken den Wandel historischer Macht- und Wissensformationen reflektieren oder spiegeln oder in welcher Weise sie ihn selbst vorantreiben, selbst an ihm beteiligt sind.